Oh Mann. Da fällt einem zuerst natürlich der Bauer ein, obwohl der mittlerweile total in der Minderheit ist. Wenn man in der Stadt vorm Puff anständig mit dem Träger parken könnte, würden die meisten lieber da wohnen. Schluss mit dem ganzen Gummistiefel rumkrajolen. Nee, da könnte man schön fein in der Fußgängerzone abhängen, säuft sich hebelig ein Cappuccino und glotzen Weibern auf den Arsch. Vorteil auf dem Land ist natürlich, hier hast du Platz ohne Ende. Hier musst du nicht groß nachdenken, wo du deinen alten verrosteten Mischstreuer entsorgst. Einfach in den Schweineweiden damit und warten, bis unsere Brennnessel verschwunden ist. Und die daran vorhandenen Erdölprodukte werden der Natur zurückgeschenkt. Ja? Nach 2, 3 Generationen ist der ganze Mischstreuer weg. Das nennt sich nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Wer ganz auf Nummer sicher gehen will, der hält sich noch 200 Enten freilaufend auf dem Gehöft. Die Kollegen scheißen dir den ganzen Maschinenpark in einer Woche 1000 Kilometer näher an Russland ran. Als Bauer darfst du deinen ganzen Kram verbrennen, verkommen lassen, verbimmeln, abfackeln. Alles scheißegal. In der Torpfosten gibt es kein Gesetz mehr, in der Güllegrube kein Gott. Du kannst bedenkenlos dieselalte, tote Schweine vor sich jeden Monat lassen. Du kannst deine ganze Hütte verschandeln, wie du willst. Eingestürzte Teile musst du nie mehr reparieren. Und dann da kannst du 100 Tonnen Brandbeschleuniger lagern und frag keine Sau nach. Du kannst sie austoben wie in die Neandertaler auf Droge. Und dafür gibt es auch noch Geld aus Brüssel. Ass rein, ja? Und wenn du keinen Bock mehr hast auf den ganzen Mist, Sticken dran, Kiste Bier für die Feuerwehr und mit dem Erlösfinker auf Malle ab dafür. Ne? Als Bauer kannst du auch noch eine harmonische Ehe führen. Das Betriebsgelände ist so groß, unübersichtlich und zugemüllt, dass du deine Alte auch wochenlang gar nicht siehst. Ist sie genauso drauf wie du, also bist du zur Gürtellinie verwarzt, habt ihr jede Menge Gemeinsamkeiten. Ist sie mehr so eine Edipetete-Schnalle und kann Schweinekacke nicht ab? Dann weißt du, wo du hingehen kannst, wenn sie dir auf den Sack geht. Deshalb, wer auf dem Land geboren ist und einen Dorfausgang nicht findet, der bleibt da meist wohnen, heiratet die Truller vom Nachbarn und wartet, bis sie tot ist. Da gibt es aber noch welche, die ziehen da freiwillig hin von aus der Stadt. Was sind das denn für Typen? Lehrer. Der zieht aufs Land, ja, der Lehrer, weil er da schön in der Siedlung hinter einem Sichtschutzelement den Nachmittag vertrödeln kann. Sonnabendsrubbel und ein bisschen mit Autoschampo über Passat. Und jedes Wochenende wird gegrillt mit anderen Pissesäufern aus der Hypothekensiedlung. Wir haben ja nichts anderes vor, ne? Weil kein Mann würde eine Frau, bei der er mal dringend beigehen will, zum Nackengrillen einladen. Stichwahrscheinlichkeit unter Null. Grillen ist was für abgehangene Paare, bei denen der Oralverkehr zu 100% aus Würstchenfressen besteht. Eigentlich könnten die sich gleich zum geselligen Kacken treffen, oder was? Ja. In der Woche steht der Siedlungswilli meistens in so einer Art geblümte Unterhose mit Gartenschlauch in der Hand zwischen seine Krübelgummifingern. So stellt sich der Lehrer das Paradies vor. Passat, Plauze und Pissen auf dem eigenen Grundstück. Weil er aber nicht genug zu tun hat, macht er in Politik. Er setzt sich ein für Radwege, Krötentunnel oder irgendwas mit Frauen. Er ist gegen neue Straßen, gegen Schweinemastelle, gegen Güllewagen. Damit geht er der Urbevölkerung natürlich tierisch auf den Keks, weil die ist ja für Güllewagen, ne? Deshalb versuchen die sich verzweifelt mit ihren alten Waffen gegen diese feindliche Übernahme zu wehren. Sie fahren seine Katze mit dem Trecker tot, hetzen ihre hübschesten Töchter auf hängeärschige N40er, damit die sich bei der Scheidung blank schmeißen und ruinieren. Sie verspritzen so viel Gülle, dass sogar der Meister ans Auswandern denkt, hilft alles nichts. Ne? Der Gutverdiener lässt sich nicht wegegeln. Woran erkennt man, ob ein Dorf schon von ihm befallen ist? Wenn es einen Weinladen gibt. Dann weißt du, hier ist der Krebs so weit fortgeschritten, er hat schon eine Metastase gebildet. Da hilft auch keine Chemotherapie mehr mit dem Herbizidwagen, alles vergeblich. Weil es ein anständiger Norddeutscher, der säuft ja Bier und Doppelkorn. Wasser haben. Wein nur an Hochzeiten und dann geschmacklich so mehr in Richtung verdünnte Marmelade. Wenn er es Weinladen hat, dann brechen alle Dämme.
Erdämme. Dann eröffnen da Hofläden mit Bio und Öko geströmt. Ne? Die Landfrauen werden rebellisch, fangen an Blumengestecke zu flechten, statt die Bullen abzumisten. Und bei Raiffeisen wird DDT und Maulwurfsprengstoff nur noch unter den Tisch verkauft. Die ganze Lebensqualität ist zum Arsch. Ja? Wer ist doch schuld an das, an den ganzen Kram, der Konzita nämlich dann auch hin, dann ist der Edelbewohner. Ey. Der hat meist ein Bauunternehmen, Spedition, Handwerksbetrieb, irgendwas mit Schwarzgeldvorkommen jedenfalls. Ne? Damit kauft er sich einen Resthof, schmeißt da 2 Millionen Euro rein, glasierte Dachpfanne auf den ehemaligen Schweinstall, jetzt Wellnessbereich, Carport aus 400 Jahre altem Eichenfachwerk, sieht exakt genau aus wie ein Carport aus dem ausgehenden Mittelalter. Dielentür aus Butzenglas. Davor steht alles voller Geländewagen und Zossenanhängern. Hinterm Haus simuliert seine Alte die Toskana. Also mit fetten Geburtshelferkröten aus Terrakotta, die überall auf dem Rasen verstreut sind, wo man nicht mehr anständig mähen kann. Jeder Weg durch den Garten ist schief und krumm. Wenn der Hackebreit von Schützenfest nach Hause kommt, rennst du gegen den Ilex, ja, alles krumm in der Scheiße. Mann, 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 ja. Und sie, weil sie im Winter immer in ihre Finca auf Malle ist, sieht sie aus wie die Kreuzung zwischen Ramses dem Zweiten und ihrer eigenen Krokotasche. Weil man für diesen ganzen Dekoschrott ein paar Millionen zusammengerafft haben muss, ist der Edelbewohner auch mal schon Ende 50. Seinen gegerbten Rochen auch mindestens seit 10 Jahren endgültig leid. Er selber würde am liebsten ein schön kleines Apartment in der Stadt haben, wo man ab und zu die Sekretärin auf den Teppich schmeißen könnte, fertig. Ja. Logischerweise lässt sich der Mann in diesem Fachwerk-Horrorkabinett überhaupt nicht mehr blicken. Entweder nagelt er in der Stadt eine Portion Frischfleisch an der Seite oder säuft sich in der Dorfkneipe einen an. Deshalb ist er bei den Dorfbewohnern recht beliebt. Weil von der Alte weglaufen und sich Rüstung zuschütten, das versteht man hier. Das normal. Boah. Vorher wohnte in seine gepimpte Fachwerk-Rentsche noch der Kaputte. Also vor 30 Jahren, da gab es ja jede Menge feuchter Kotten auf dem Land, wo keiner drin wohnen wollte. Ne? Da haben sich die Fertigen aus allen Himmelsrichtungen einquartiert. Ihre Hobbys waren Geflügelhaltung, Autowracks und scheintote Köder. Um das alles voneinander zu kriegen, haben sie schrottigen Käfer auf Kalksandsteine aufgebockt und aus dem Motorhaube krabbelten zugeschissene Flugketten raus. Vor der Tür, an einer 20 cm langen Kette, röchelte sich ein rostiger Schäferhund aus dem Leben. Überall umhüllte Modder, leergefressene Ravioli-Dosen. Und weil sie keinen Fernseher hatten, lagen sie dauernd aufeinander zu knetern. In ständigen Schwangerschaften liefen da jede Menge versiffte Blagen rum. Weiß so viel, dass mindestens 2 aus Versehen den gleichen Vornamen hatten. Und der Rochen hatte keine Zähne mehr im Maul, weil ihm die ewigen Blagen den kargen Sandstein aus dem Blutbahn gesaugt haben. Dann, gab es in den 70ern auf dem Land noch einen anderen Typus zugezogen, den Althippie. Also Langhaarige und Haschraucher hatten günstig Kotten auf dem Land gemietet, um dort alternative Lebensformen auszuprobieren. Also am helllichten Dach durcheinander vögeln, dafür aber nicht arbeiten. Versaut wurde diese an sich ja nicht falsche Lebenseinstellung durch sogenanntes politisches Engagement. Dauernd irgendwo hinfahren, wo es regnet und an Zaun rum krakeeln, kehren. Und als dann noch der Ökoterror in die Land-WG einzog, war der Spaß vorbei. Mit dem Fahrrad nach dem Vollkornbäcker hinstrampeln, zu fressen gab es Vogelfutter und Ballaststoffe. Strom aus der Steckdose war auch fui, weil Atom. Irgendwann war die Quervögelei auch am Ende. Stattdessen durfte der Althippie nur noch im Stall der Ziege ans Gesäuge packen. Dafür der Frau aber beim Spülen helfen, hört sich das an, scheiße, genauso war es auch. Ist er ausgestorben. Ja, trotzdem wohne ich persönlich noch ganz gern auf dem Land. Da kannst du rumlaufen, wie Gott einen schuf. Holzschuhe, siffige Buchse, kaputtes Hemd, Mütze mit Vogelscheiße dran. Du darfst sprechen, wie dir das Maul gewachsen ist. Also gar nicht. Und pissen kannst du auch, wenn du
wenn du musst und nicht erst, wenn du 50 Cent Kleingeld gefunden hast. Sollte dich jemand dabei beobachten, sagt er einfach Moin und zeigt dich nicht an wegen Sexismus oder so ein Cheat. Deine Hobbys kannst du richtig ausleben. Treckerreifen verbrennen, Obstbäume absägen, tote Ferkelinge abschmeißen. Die Frau, die blagende Kanarienvogel, alle trampeln nur auf deinen Nerven rum. Der Einzige, der dich versteht, ist dein deutscher Drahter. Der furzt auch in der Wohnung, riecht streng und am Arm, ist zu laut und hat einen kopierten Schwanz. Munter bleiben.